Wenn man die Leute köpfen soll und ist nicht informiert, das ist ja desperat, das ist ja desperat. Drum habe ich hier im Voraus mir so manchem ausnotiert, und den wer gar nicht saß, und den wer gar nicht saß. Für Ärzte kämen all die wilden scharfen Fenster dran. Die hasse ich auf Herzensgrund, weil ich nicht tanzen kann. Auch wer ein Grammophon besitzt mit einer Platte nur und diese eine Platte spielt von 12 bis 19 Uhr und dann die Weiber, die den Mann ruinieren durch Putz und Staat. Und sie ist gar nicht scharf, und sie ist gar nicht scharf. Die Schwiegermutter, die der jungen Ehe Frieden stört, die köpft sich separat, da kenn ich keine Gnade. Der Denunziant, der hinterbringt, was im Vertrauen erhört, und den ist gar nicht scharf, und den ist gar nicht scharf. Den Würdenträger, der mit Würde Geld für alles nimmt und dieses Schmiergeld noch dazu nach Tarif bestimmt. Die Herren, die im Reichstag ganz gemütlich schlummern ein, und wenn sie etwas sagen sollen, dann sagen sie ja und nein. Und wer beim Staat als Kiewis immer kommt mit falschem Rat, und den ist gar nicht scharf, und den ist gar nicht scharf. Die hochmodernen Maler, die so malen, als wär man blind, die köpfen sich ohne Gnade, ganz ohne Apparat. Das Wasser malen sie dunkelrot und grün ein blondes Kind. Und sie wär gar nicht scharf, und sie wär gar nicht scharf. Die Komponisten, die ganz frech den Schubert annexieren und aus den Troubadouren den neuen Foxtrott komponieren. Auch wer den Hamlet spielt im Frack, den Karl Moor im Kopf und sterben lässt den König Lear in einem Messingbett. Den Regisseur, der sich noch grün ob solcher Mitte sah, den Köpfig-Honigar, den Köpfig-Honigar.